Hallo, hier ist wieder die Julia. Ja, auf das Video habt ihr wahrscheinlich alle gewartet. Ich habe ja am Wochenende meinen Schnupperarbeitstag bei der Deutschen Post gehabt und dazu wollte ich euch noch ein bisschen was erzählen. Ich hatte dieses Video schon als Reaction-Video geplant auf ein Video von dem Kanal Lohnt sich das? Das ist vom Öffentlich-Rechtlichen mal abgefilmt worden. Also so ein Alltag von einem Postboten ist da begleitet worden. Und dazu habe ich angefangen zu reacten und Video zu drehen und habe dann irgendwie festgestellt, ich glaube, das ist doch schlauer, das in ein ganz normales Video zu packen. Und mit diesen Reaction-Videos, ich weiß nicht, da muss ich erstmal gucken, wie ich da überhaupt am schlausten reacte, dass es auch interessant für euch ist. Und ja, jetzt ist es doch ein ganz normales Video geworden. Aber wahrscheinlich für euch nicht weniger interessant. Man kann ein kurzes Fazit geben, es war ein echt interessanter Tag. Total viele Eindrücke und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich jetzt einfach mal weiß, wie es da so ungefähr ist. Und ja, ich würde es jetzt mal nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal später da arbeiten werde, so aushilfsweise oder so. Aber so dauerhaft, da habe ich für mich entschieden, nee, möchte ich nicht machen. Und warum, darauf gehe ich jetzt in den nächsten Punkten ein bisschen genauer drauf ein. So, also der Tag, ich erzähle euch erstmal, wie mein Tag abgelaufen ist. Der Arbeitstag hat begonnen für mich um kurz vor 7. Ich war eine Viertelstunde vor 7 da. Ausgemacht war eigentlich 7 Uhr. Und ja, ich kam dann da in diese Halle rein, habe mich da ein bisschen durchgefragt, zu wem ich denn gehen muss. Und ich habe schon gemerkt, es ist schon einiges los gewesen in dieser Halle. Und es haben eigentlich auch schon, hat eigentlich auch schon jeder so angefangen, seine Arbeit zu machen. Also da war niemand rumgesessen und hat gewartet, bis 7 Uhr wird, sondern die haben alle schon ihre Post sortiert und irgendwie schon angefangen, was zu machen. Und ja, ich denke mal, dass das auch die Regel ist. Also wenn man das Video anschaut vom BR, ich kann euch das unten mal verlinken, die fängt auch immer ein bisschen früher an, weil es ist einfach stressig und du bist mega froh, wenn du frühestens ein bisschen mehr Puffer hast, damit du einfach rechtzeitig fertig bist, damit du auch rechtzeitig in deinen Feierabend gehen kannst. Und ja, also das ist mir auch schon gleich aufgefallen, es ist eine mega aktive Umgebung dort. Es ist auch mega laut gewesen in dieser Halle. Das war jetzt für mich auch nicht so angenehm. Also das war auch ein wichtiger Punkt für mich eigentlich, wo ich gesagt habe, ja, diese ein, zwei Stunden frühs, wo es einfach dauerhaft laut ist, total der Aufruhr und voll der Stress, weil einfach 30, 40 Leute in einer Halle zusammenarbeiten. Das ist wie in einem Großraumbüro, wo 40 Leute telefonieren. Das ist einfach, das ist schon echt grenzwertig für mich jetzt als hochsensible Person. Ja, jedenfalls bin ich dann zu meinem zugewiesenen Postboten irgendwann da angekommen und durfte dann anfangen, Post zu sortieren. Und da gibt es Feinpost und wie heißt es nochmal? Grobholz. Die nennen es tatsächlich Grobholz bei verschiedenen Poststationen. Ja, Grobholz ist quasi diese ganzen Zeitschriften, die größeren Briefe, etwas unförmigere Briefe, also alles, was so ein bisschen größer ist als dieser normale Brief. Und das muss man dann in die Straßen- und die Hausnummernfächer einsortieren. Ja, und das ist nicht etwa in der alphabetischen Reihenfolge oder in irgendeiner logischen Reihenfolge, die man so als Laie versteht, sondern in der Fahrtreihenfolge. Das heißt, es kann auch komplett durcheinander sein. Also da gab es ein Postfach, das war tatsächlich nach Fahrtreihenfolge sortiert, aber diese Fahrtabfolge, die ist einfach komplett anders, als es sich jeder denken würde. Denn manchmal fährst du ja auch einfach erstmal eine Straßenseite ab, das sind dann die ganzen Geradenhausnummern und dann die Geradenhausnummern. Dann kommen manchmal zwischendrin Stichstraßen, die wieder zu einer anderen Straße gehören. Dann kommen wieder einzelne Häuser, die vielleicht wieder zu einer anderen Straße gehören, die du auch da mitmachst. Und ja, und so musst du dich da erstmal orientieren, wo du diese entsprechende Hausnummer zu dem Brief zum Beispiel, den du gerade in der Hand hast, überhaupt findest. Ja, und so habe ich mich da irgendwie durchgewurstelt und habe da meine Post verteilt. Das waren mehrere so Körbe voll, so Postkörbe voll. Bestimmt bei unserem Gebiet so vier Körbe richtig voll bis oben hin. Und ja, die habe ich da erstmal einsortiert, während der Kollege die Feinpost sortiert hat. Die kommt vom Zustellzentrum. Ja, und die ist nochmal extra, wird nochmal gesondert, kommt die da an. Ja, und dann hatten wir das irgendwann alles einsortiert, dann ging es zu den Paketen. Da kommen ja auch immer alle möglichen Pakete mit einem LKW an. Und die muss man dann mit einem Scanner einzeln abscannen. Dann erscheint auf dem Scanner das Zustellgebiet, weil es erkennt eben die Anschrift und erkennt das zugehörige Zustellgebiet. Und dann muss man das, je nachdem, welches Zustellgebiet es
das ist in einen einzelnen Rollwagen werfen oder geben. Manche Leute haben es auch geworfen, aber ja, ich habe es versucht hinzulegen. So, und es waren mehrere hundert Pakete, die wir durchgehen mussten. Wir waren mehrere Leute, die es gemacht haben. Und am Ende waren es ungefähr 100 Pakete bei uns, die wir in unserem Zustellbezirk an diesem Tag verteilen mussten. Ja, bis wir mit dem Ganzen fertig waren, mit dem Vorsortieren und Zurechtmachen, war es kurz vor 9. Dann haben wir die ganzen Pakete und die Post mit rausgenommen, uns ein Auto gesucht, ein Lieferfahrzeug und haben da die Pakete einsortiert. Aber natürlich nicht irgendwie, sondern nach der Fahrtreihenfolge, weil das soll natürlich logisch sein. Du sollst ja nicht irgendwo im Auto rumwühlen müssen, wenn du deine erste Hausnummer anfährst. Und so musst du das immer, wir haben es jetzt in einem U ungefähr einsortiert, nach der Fahrtreihenfolge einsortieren. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so strukturlos, sage ich mal, alles gemacht wird und dass es da auch keine Sortierfächer oder so in so einem Postauto gibt. Es ist einfach ein leerer Raum quasi, wo du deine Pakete reinlegen musst und die irgendwie zurechtsortieren musst. Es gibt auch vorne im Fahrerbereich, im Fahrerhäuschen, keine Fächer oder so, wo du deine Post einsortieren kannst. Also das fand ich schon ein bisschen grenzwertig, dass die Post sowas nicht anbietet. Naja, ja, so gegen 9 Uhr sind wir dann losgefahren zu unserer Tour. Ja, und da kann ich auf jeden Fall zur allgemeinen Verteilsituation sagen und wie ich das fand. Es ist schon schön, dass du an der frischen Luft bist, dass du dich bewegst, dass du was machst, wo du Leute triffst, dass du eigenständig arbeiten kannst, dass du dir deine Mittagspause frei einteilen kannst. Also diese Sachen, muss ich sagen, habe ich wirklich geschätzt. Auch muss ich sagen, dass der Lohn, den man da bekommt, der ist ja höher als Mindestlohn. Das ist mindestens 14,34 Euro, die man bekommt bei der Post, auch als Quereinsteiger. Ist schon mal besser als nichts. Ich meine, wenn man bedenkt, dass man in anderen Berufen wirklich gerade so über Mindestlohn kratzt als Quereinsteiger, ist es natürlich super. Aber zum Leben, ganz ehrlich, immer noch viel zu wenig. Also ich hätte das übergangsweise machen können. Das hätte wahrscheinlich noch nicht mal meine ganzen Fixkosten im Monat gedeckt. Aber gerade so wäre ich über die Runden damit gekommen. Ja, also da muss ich sagen, das ist schon echt grenzwertig. Kann man aber auch positiv sehen, ist immerhin mehr als Mindestlohn. Ja. Und die ganze Tour, die ging dann so bis kurz vor 4 und tatsächlich um 16 Uhr waren wir dann fertig. Ja, und ich muss sagen, ich habe es mir anstrengender vorgestellt. Auf dem Land, wo wir jetzt unterwegs waren, wir waren ja in einem Dorf in der Nähe von einer Kleinstadt unterwegs, da fährt man wirklich viel mit dem Auto. Man fährt so 100 bis 150 Meter im Schnitt wahrscheinlich mit dem Auto, bleibt dann stehen und verteilt dann an 4 bis 8 Häuser, würde ich so schätzen. Ich hätte echt gedacht, dass man mehr laufen muss, aber war tatsächlich nicht so. Ich hätte nämlich tatsächlich mich auch noch ein bisschen mehr bewegen können. Also ich war fast traurig, dass es nicht so war. Aber man muss abschließend noch ein paar Dinge nennen, über die ich dann nochmal nachgedacht habe, die ich so mitbekommen habe, weshalb ich mich jetzt nicht dauerhaft dort bewerben würde oder dauerhaft dort arbeiten wollen würde. Und zwar ist es einmal die Tatsache, dass man zum Beispiel kaum krank sein kann oder darf, weil man, also erstens ist es krank sein natürlich schwierig, weil dort jeder entsprechend eingeteilt ist für sein Gebiet und wenn da eine Person ausfällt, muss jemand anders dieses Gebiet mitmachen. Das heißt, der hat dann die doppelte Arbeit oder es wird aufgeteilt und jeder hat ein Fünftel oder so von dem, was derjenige macht. Ist aber trotzdem eine Mehrbelastung für deine Kollegen und da freuen sie sich natürlich auch nicht. Also dieses im Hinterkopf immer zu behalten, wenn du dich wirklich nicht gut fühlst und daheim bleiben möchtest, weil du einfach gesund werden willst und dann auch noch ein schlechtes Gewissen zu haben, finde ich einfach ein Unding. Also ich finde, sowas geht einfach nicht. Da muss eine Firma sich drum kümmern, dass immer ein Ersatz da ist, dass die anderen nicht überbelastet werden. Ja, und dazu muss man sagen, selbst wenn wir unsere ganz normalen Touren immer gefahren wären, also so wie heute, wenn wir die immer ganz normal fahren würden, würde man trotzdem Überstunden machen. Denn das Interessante ist, dass die reguläre Fahrzeit zum Beispiel für unser Gebiet bis 16.20 Uhr gewesen wäre. Wir waren um 16 Uhr fertig. Und wenn man sich aber ausrechnet von 7 bis 16.20 Uhr minus eine halbe Stunde Mittagspause, genau 30 Minuten,
hat man, ja, wer kann gut rechnen, knapp 9 Stunden gearbeitet und bei einer 38,5-Stunden-Woche auf den Tag gerechnet, darfst du eigentlich nur knapp 8 Stunden arbeiten im Schnitt pro Tag. Das haut irgendwie nicht hin und das sagt mir, dass man eigentlich automatisch Überstunden macht. Ja, und wie ist es bei der Post? Du kannst Überstunden ja schlecht abfeiern, weil sonst du für dein Verteilgebiet fehlst und jemand anders dein Verteilgebiet aufgedrückt bekommt und du wieder ein schlechtes Gewissen dafür hast. Also ich weiß nicht, wo sowas hinführen soll bei so einem oder wo sowas hinführt bei so einem Konzern, aber gut, ist das auf jeden Fall nicht. Ja, und dazu, man muss ja noch nicht mal krank sein für ein schlechtes Gewissen, man kann auch einfach Urlaub haben. Das habe ich auch schon von anderen gehört, dass du tatsächlich ein bisschen unter Druck gesetzt wirst, deinen Urlaub nicht anzutreten oder möglichst deinen Urlaub halt nicht zu nehmen. Manche Leute werden auch aus dem Urlaub wieder zurückgeholt, wenn zu viel los ist. Das finde ich auch, geht einfach gar nicht. Also man muss ganz normal seinen Urlaub machen können. Der dient auch der menschlichen Gesundheit und ist auch dein gutes Recht, dass du Urlaub bekommst. Und wenn dann so eine Situation bei deinem Arbeitgeber ist, das geht einfach nicht. Ja, dann hat mir der Kollege auch erzählt, dass man tatsächlich nicht mehr als 5-mal im Jahr krank sein darf, sonst kann man quasi rausgeschmissen werden. Manchmal hat man es nicht in der Hand, wie oft man krank ist, ne? Es ist einfach so. Wenn man sich jetzt Corona anguckt und die Erkältewelle, die jetzt unterwegs ist, manchmal ist es einfach so. Und dazu muss man sagen, psychische Krankheiten nehmen auch immer mehr zu. Die muss man auch ernst nehmen. Und gerade bei so einem stressigen Job ist sowas an der Tagesordnung. Sowas ist schon vorprogrammiert. Und dann auch noch die Angst zu haben, rausgeschmissen zu werden, finde ich auch sehr grenzwertig. Dann kam mir noch zu Ohren, dass man immer nur befristet eingestellt wird, was auch für mich ein Grund war, da nicht hinzugehen. Denn man muss ja irgendwie seine Zukunft planen können. Und wenn man dann immer nur einen befristeten Vertrag kriegt, kann man einfach keine Zukunftspläne schmieden, ja. Und noch dazu hat man ja die Wochenendarbeit, dass man 5 Wochen lang immer samstags arbeiten muss und jede 6. Woche samstags frei kriegt, also nur jede 6. Woche. Dadurch kann man auch privat kaum irgendwas planen. Und ja, wenn man zum Beispiel ein bisschen Lärm machen muss, weil man im Garten was rumgraben muss, wann soll man das machen, wenn nicht am Wochenende? Also diese befristeten Arbeitsverträge sind echt mir ein echtes Dorn im Auge und ich finde es total schade, dass es Arbeitgeber gibt, die so sind. Also ich kenne da auch Behörden, die so sind, die Agentur für Arbeit zum Beispiel, um mal eine zu nennen. Das ist kein Geheimnis bei denen, dass da ständig befristet wird. Und ja, also das ist auch mit ein Kontrapunkt, den ich mit einbezogen habe in meine Entscheidung. Dann kommt dann natürlich auch dazu, man weiß nie, wie viele Pakete und Briefe man jeden Tag ausliefern muss. Gut, das war mir natürlich vorher schon bewusst. Aber was noch ein großer Nachteil ist, du kannst keine Arzttermine oder so dann richtig planen, weil du ja nie weißt, wann du Feierabend hast. Du weißt nie, wie viele Pakete oder wie viele Briefe du heute hast und ob du jetzt um 16 Uhr gehen kannst oder erst um 17.30 Uhr oder wann auch immer. Und abends um 10 hat halt auch kein Arzt mehr offen, deswegen... Ja, also das war auch mit so einem Punkt. Und ich bin ja so jemand, ich bin die Sparte, die meistens so ein halbes oder ein Jahr vorher die Arzttermine schon ausmacht, weil dann kriegt man auch besser Termine. Ja, und wenn man so einen Job hat, dann geht es halt schlecht, weil du ja gar nicht genau weißt, wie du da arbeitest, ob du samstags arbeitest oder unter der Woche irgendwann frei hast und wie lange du arbeitest, weißt du ja niemals. Das ist auch mit so einem Punkt. Und dadurch kannst du dein Privatleben eben einfach auch nicht gut planen. Ja, das waren jetzt alles ziemlich viele negative Punkte, die dazu geführt haben, dass ich mich eben nicht dauerhafter bewerben möchte. Und ich habe das auch der Post so mitgeteilt. Ich habe jetzt, wann war es denn? Heute haben wir Mittwoch. Und am Montag habe ich mit einer Kollegin von der Post, die für die Bewerbung zuständig ist, telefoniert und habe ihr das auch genauso gesagt. Also jetzt nicht so ausführlich wie hier, aber ich habe gesagt, also ich bin dankbar für die Erfahrung. Mir macht die Arbeit an sich Spaß, aber die Gegebenheiten und alles ist halt einfach nicht sicher genug für mich. Und ja, die hat es dann auch verstanden. Ich denke, dass die leider aufgrund dessen Probleme haben, überhaupt Leute zu kriegen. Also, dass es ein bekanntes Problem ist, so hat es für mich auch am Telefon geklungen. Aber so ist es jetzt einfach.
wie gesagt, ja, ich bin dankbar für die Erfahrung und ich kann jedem nur raten, vielleicht auch mal bei anderen Firmen anzufragen, ob ihr einen Schnupperarbeitstag machen könnt. Weil ich finde, man lernt da so viele Sachen. Man lernt die Kollegen kennen, die Arbeitsatmosphäre, ja, einfach so wie so ein Tag eben abläuft. Man lernt die physische Arbeit kennen, also wie fühlt sich das an, das zu machen in der Praxis. Und ich finde, man kann sich da richtig gut reinspüren, gerade als Hochsensibler auch. Das ist total wichtig. Das hat mir meine Therapeutin damals auch gesagt. Nach Möglichkeit sollte man sich einfach mal reinspüren können in so einen Job. Und wenn man vielleicht keinen Schnupperarbeitstag machen kann, vielleicht kann man ja auch einfach mal vorbeigehen auf dieser Stelle, die ausgeschrieben ist. Oder wenn es zum Beispiel ein Ladengeschäft ist, bei dem ihr euch bewerben wollt, geht doch einfach mal vorbei, geht selber da einkaufen. Oder wenn es jetzt ein Krankenhaus oder ein Pflegeheim ist, guckt doch einfach mal, vielleicht könnt ihr da einfach mal als Besucher reingehen und euch das anschauen und beobachtet mal, wie so die Kollegen da arbeiten oder die Angestellten da arbeiten und ob das auch was für euch wäre. Ich finde sowas total cool und ich finde es erleichtert mega die Entscheidung am Ende, weil am Ende sind Versprechungen auf Papier, die in der Stellenausschreibung genannt sind, erstens bei vielen Stellenausschreibungen ähnlich, also viele versprechen einen spannenden, abwechslungsreichen Job, aber was das in der Praxis bedeutet, weiß man eben nicht. Und ja, das ist mein Tipp an euch, fragt, bevor ihr euch irgendwo bewerbt, nach einem Probearbeitstag oder auch, wenn ihr Bock drauf habt, einem Praktikum von einer Woche oder länger. Das hilft euch wirklich bei eurer Berufswahl. Ja, und ich bin jetzt mal gespannt, was so die nächsten Wochen noch passieren wird. Ich habe so ein paar Ideen, was ich noch mir anschauen könnte. Und zwar gerade mit diesem Schnupperarbeitstag. Zum Beispiel wollte ich mir den Beruf Klimaschutzmanager mal anschauen. Da kann man sich nämlich auch weiterbilden in dem Bereich. Und meine Verwaltungsausbildung wäre da auch eine ganz gute Basis. Aber ich muss natürlich sehen, wie ist es in der Praxis? Was hat man da tagtäglich ungefähr zu tun? Und das würde ich mir ganz gerne noch anschauen. Dann zum Beispiel auch Altenpflege. Ich habe mir noch nie in der Praxis so einen Job angeschaut. Ich habe auch gar keine Ahnung, ob das was für mich ist. Also es ist ja auf jeden Fall was Soziales. Ja, wollte ich mir auch unbedingt mal angucken. Ich meine, was habt ihr zu verlieren? Ein Schnupperarbeitstag oder ein Praktikum, das ist einfach nur, hallo, ich schau mal vorbei. Und wenn es gar nichts für euch war, dann, naja, dann habt ihr es euch angeguckt. Selbst wenn ihr denkt, oh, ich habe mich da total dumm angestellt, vielleicht werdet ihr niemals mehr bei diesem Arbeitgeber landen. Und falls doch, in allermeisten Fällen, wo man denkt, boah, man hat sich voll blamiert, ist es gar nicht so. Man ist da halt als Neuer, man kommt da als Neuer hin, kennt sich gar nicht aus und fühlt sich im ersten Moment relativ hilflos und dumm, aber ich denke, das kommt in den meisten Fällen ganz anders rüber oder gar nicht so an, wie ihr euch das meistens vorstellt. Ja, und da habe ich auf jeden Fall noch vor, in den nächsten Wochen in ein paar Berufe reinzuschnuppern. Und vielleicht ist ja was Cooles dabei. Ja, und bis dahin bleibe ich erstmal in meinem Bürojob. Der Vorteil ist, es ist ein sicherer Job. Ich habe erstmal ein gesichertes Einkommen und das ist auch, man sagt ja immer, Geld ist nicht alles, aber nach der Aktion, die ich letztes Jahr hatte mit dem Laden, wo ich viel Geld verloren habe, bin ich wirklich froh drum, dass ich einen Job habe, bei dem ich ganz gut Geld verdiene. Und das macht auch psychisch was mit einem, wenn man schlecht verdient oder einfach wenn man Geldprobleme hat. Ja, deswegen, man muss auch das Positive sehen, ne? So, und das war erstmal mein kleiner Bericht zu meinem Schnupperarbeitstag und würde sagen, bleibt positiv. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Eure Julia.